Ja, nachdem ich jetzt doch über 20 Jahre auf den ganz hohen Bergen unterwegs gewesen bin, genieße ich es jetzt wirklich besonders, wieder mehr in der Heimat unterwegs zu sein. Und als Heimat bezeichne ich dann fast auch den Großglockner. Und da zieht es mich schon immer wieder sehr gern daher. Von uns, von Bergwelten, ist prinzipiell die Idee, dass wir Menschen für die Berge inspirieren wollen. Und neben einer Zeitschrift und einem Online-Auftritt war der Gedanke, Menschen auch die Möglichkeit zu geben, mit uns in die Berge zu gehen. Und der höchste Berg Österreichs ist der Großglockner und Gelinde Kaltenbrunner, die berühmteste Bergsteigerin unserer Zeit und außerdem eine ganz besondere Frau, ein besonderer Mensch. Und da wollten wir einfach unseren Lesern die Möglichkeit geben, gemeinsam mit ihr den Großglockner zu erleben. Ich würde den Großglockner Leuten empfehlen, die gerne wandern gehen und sich doch einmal drüber raustrauen, vielleicht schon einmal einen 3000er gemacht haben und sagen, okay, mit Hilfe eines Bergführers würde ich mir das zutrauen. Hauptsächlich ist es aber eigentlich so, dass Leute zu uns kommen, die das so als Verpflichtung fühlen, den Berg einmal gemacht zu haben. Für uns ist das eine Premium-Veranstaltung, wo wir den Leuten einfach auch mehr Information bieten. In dem Fall war es so, am zweiten Tag, am Vormittag, waren wir mit Martin Glanschnig auf der Pasterze, haben uns den Gletscher und die Veränderungen, die sich momentan dort abspielen, intensiv angeschaut, beziehungsweise einen Eindruck überhaupt mal vermittelt von der ganzen Region, bevor es dann wirklich auf den Berg ging. Es gibt von Süden wie von Norden eben Normalwege auf den Berg. Also man startet beim Weg der Erstbesteiger am Glocknerhaus. Von der Fitness her sollte man auf jeden Fall 8 Stunden wandern können. Und was sehr gut ist, wenn man sich vorher akklimatisieren würde, sprich vielleicht schon einmal einen 3000er macht vorher oder einfach Wanderungen, die bis so 2,5 gehen. Von der Kärntner Seite da rauf bin ich jetzt auch noch nicht gegangen. Voriges Jahr haben wir ja über die Glora-Hütte den Weg kennengelernt. Also es gibt da am Glockner auch noch sehr viel zu entdecken. Von der Stockerscharte aus führt der Weg durch das Leitertal nach drinnen, wo ein wunderschöner Höhenweg, auch genannt der Wiener Höhenweg, bis zur Salmhütte führt. Von der Salmhütte aus folgt man noch circa einer Stunde in der Früh einem gut markierten Wanderweg bis auf circa 3000 Meter, von wo an dann die alpinen Schwierigkeiten beginnen. Wir sind über die Hohenwartscharte, das ist ein kurzer Klettersteig und da merkt man, ab dort wird es einfach richtig alpin zur Adlersruhe gekommen und die Adlersruhe ist der Punkt, wo alle Wege zusammenlaufen und bevor es dann auf den Gipfel ging. Der Großglockner ist wirklich immer wieder aufs Neue wunderschön. Ich habe mir gerade heute wieder gedacht, dass der immer wieder anders ist, sehr facettenreich. Und jedes Mal, wenn ich da herkomme, ist einfach ein wunderschönes Erlebnis.
jedes Erlebnis auf dem Berg ist was Besonderes. Der Berg selber hat eine Faszination für uns alle eigentlich, die wir da arbeiten. Und es sind vor allem immer andere Personen mit dabei. Und das ist, was jede Tour für sich besonders macht. Der faszinierende Anstieg an den Berg, die tolle Begleitung mit der Gelinde Kaltenbrunner und mit den Heiligen Blut der Bergführer hat, glaube ich, für jeden ein Bergerlebnis gezaubert, das noch sehr lange im Herzen bleiben wird. Mich hat ganz besonders fasziniert, wie homogen die Gruppe gewesen ist. Also ich glaube, es hat sich da wirklich jeder ganz besonders auf diese 2 Tage vorbereitet. Es wollte jeder gut dabei sein, um das auch genießen zu können. Und das ist wirklich voll gelungen. Zudem hat das Wetter ideal mitgespielt und es waren jetzt wirklich für mich 2 sehr intensive, wunderschöne, bereichernde Tage.